Willkommen zurück zu Freitag der 13. Die Virtual Cabin, der zweite Part. Das letzte Mal haben wir uns die Version 1.0 angesehen, wo das alles noch mehr so im Zuschauermodus war. Museumshaft, wie auch immer. Wir haben viel gesehen, aber nun sind wir in 1.1, nachdem wir das Passwort Mother hier eingegeben haben an diesem Computer. Und jetzt haben wir neue Möglichkeiten. Wir können nämlich jetzt uns Gegenstände nicht nur ansehen, sondern sie auch mitnehmen und ja sogar teilweise mit ihnen interagieren. Ich habe jetzt beispielsweise die Mütze mitgenommen und ich habe sogar ein Inventar, wie man sieht. Ja, und das heißt für uns, wir müssen jetzt noch einmal uns hier komplett umschauen und erstmal Sachen sammeln. Okay, so, did you wanna do an intro? Hier nochmal kurz reinhören. Nein. Hätte ja sein können, dass sich der Text verändert hat, da wir jetzt in 1.1 sind, aber nein, das ist noch ziemlich das Gleiche. Wie gesagt, das alles, was wir jetzt erspielen können. Ah ja, genau, so duckt man sich. Das kann, alles, was wir jetzt erspielen können, ist eben ein bisschen durch das Wissen, das man durch die Filmreihe ergattern kann, aber auch durch Hinweise in diesen Räumen. Die Maske beispielsweise habe ich jetzt mitgenommen. Ich selbst bin, habe aber wie gesagt schon mal ein Video zuvor mir dazu angeguckt, da bin ich wie gesagt ganz ehrlich. Und ich weiß, bin da nicht von alleine jetzt auf sämtliche Geheimnisse draufgekommen, die wir uns jetzt nach und nach alle anschauen werden. Diese Figuren, die können wir auch erstmal alles, wir nehmen jetzt einfach alles mit, was schon mal geht. Wie man sieht, mein Inventar, ich denke, da muss ich mir keine Sorgen machen. Da dürfte alles reinpassen, letztendlich. Warten wir mal ab. So, die Tür ist immer noch zu, aber diese hier ist neu. Die war bei 1.0 verschlossen. Das heißt, wir müssen uns die in Ruhe mal anschauen, was da jetzt so abgeht. Also hier nochmal alles angucken, was es nur gibt. Und auch in diesem Part gilt es wieder, ich werde nur einige Sekunden in dem Screen bleiben. Wenn ihr euch das in Ruhe durchlesen wollt, dann drückt bitte auf Pause und lest es euch in ruhigen durch. Sweet, well, now you know the virtual cabin goes a little deeper than we let on. There are quite a few puzzles, well, more like secrets left to discover. We hid some content in this cabin that will not be easy to unlock. You'll really have to think outside the box. So like a puzzle game? Think of this less like a puzzle game designed to get through in like an afternoon, and more like an experience for our community to get to know the movies better, or for the hardcore fans to test their knowledge. That might be too much to say, but we could always cut that out later, right? Mm-hmm. And how will players know when they've uncovered all the secrets? It should be pretty obvious. Ja, da wurde es auch nochmal erwähnt, dass jetzt in dieser Version einige Secrets zu finden sind, aber sie sind nicht leicht zu finden und das stimmt. Ich werde euch nämlich noch zeigen, was man da alles tun bzw. wissen muss. Manches davon weiß ich bis heute nicht, wie man es erreicht hat, aber das dürft ihr mir dann gerne in die Kommentare dann schreiben. Beispiele werden in Kürze folgen. Jetzt gucken wir uns aber erst hier nochmal in Ruhe um. Die rote Tür. Was hat es damit nur auf sich? So, hier haben wir ein kleines Protest. Sowas haben wir schon einmal gesehen. Das muss wohl auch was bedeuten. Aber das werden wir jetzt noch nicht in Angriff nehmen. Hier haben wir ein paar Skripte. Aus dem Klassiker. Auf der Rückseite ist nichts. Schade, dass man es nicht durchblättern kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das wirklich Originalskripte sind hier, Seite 87. Gefällt mir, dass man da einfach so ein paar Einblicke erhaschen darf.
Ist halt ein reiner, Fanservice, könnte man es fast sagen. Vor allem Leute, die die Filmreihe in- und auswendig kennen und genial finden und vergöttern, vor allem die dürften hier wahre Freude haben, gewisse Dinge wieder zu entdecken oder zu erkennen. Hier sind noch mehr von diesen Puppen, die nehme ich auch alle schon mal mit. Noch so eine kleine Szenerie. Man könnte sich schon vorstellen, was man da wohl machen muss. So. Hier noch ein Poster. Killer X. Okay. Punkrock. Yeah. Bisschen Blut verschmiert. Ach was, ist nur Farbe. So, was haben wir noch? Mhm. Alles altbekannte Dinge. Noch verhält sich hier ja alles ruhig. Eine weitere Jason-Maske. Die sammelt sich jetzt auch langsam im Inventar. Da haben wir einen Rollstuhl. So, bald sind wir durch. Ein Sheriffstern. Ganz klassisch. Aber der hilft uns hier auch nicht weiter. Obwohl. Ich glaube, ich kann den mitnehmen. Ja, hätte ich fast jetzt vergessen. Ein Polizeiauto, das kann ich nicht mitnehmen. Man freut sich immer, wenn man im Spiel die Polizei hat. Meistens kommen sie aber zu spät oder gar nicht. Ja, in diesem Fall sehen wir mal das Auto. Schick, schick. Guck mal, da können wir rausgucken. Na, wer sitzt denn da? Die beiden kennen wir doch. Die Tutteltäubchen. Ja, das dürften AJ und Adam sein. Da draußen sieht man nichts. Da hätte man jetzt einen schönen Jumpscare einbauen können, aber na gut. Es ist ja ein Puzzle-Game. Wie die Entwickler schon kommentierten. Soll ja jetzt nicht so allzu sehr schocken, aber vielleicht wird es doch noch schocken. Warten wir mal ab. So, auch hier muss ich nochmal kurz rein. Denn ich denke, ich kann das hier mitnehmen. Man fragt sich jetzt vielleicht, wofür brauchen wir das, aber das erklärt sich alles noch von selbst. Dich brauche ich nicht. Ansonsten, ich glaube, das war's hier drin. Gut. Mein Inventar lässt sich scrollen, also kann ich so viel mitnehmen, wie ich will. Das ist fein, denn wir werden noch ein paar Sachen benötigen. So, Deborah. Gibt es denn hier noch etwas, was ich mitnehmen kann? Apfel vielleicht? Nee. Okay, dann bleibt der Apfel stehen. Die Flasche lasse ich auch liegen. Ach ja, aber wir können jetzt Schränke öffnen. Das ging vorhin auch noch nicht. Ein paar Kartoffeln. Na, was heißt ein paar? Da hat man erstmal ausgesorgt. Oh, ist auch noch randvoll. Der klassische Kartoffelsack, den Jason auch mal benutzt hat. Ein bisschen zweckentfremdet. So, darf ich mal... Bitte, Schublade. Da ist gar nichts drin. Aber vielleicht finde ich noch irgendwas Sinnvolles. Da ist was. Matchbook. Okay. Zwei Streichhölzer sind noch drin. Okay. Was haben wir hier? Moonshine. Ob das Datum wichtig ist? 7. März? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich habe auch noch nicht alle Geheimnisse, rausgefunden ist das falsche Wort,
gesehen, ja. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die Hauptgeheimnisse. Und falls wir dann noch mehr finden oder kleinere Easter Eggs, das werden wir dann eventuell auch noch nachholen. Denn ich habe schon gesehen, der erste Part kam bei euch sehr gut an. Das freut mich natürlich. Dafür, dass er jetzt nicht so unglaublich spannend jetzt war für den Anfang, war doch das Interesse hoch. Und dementsprechend können wir hier gerne alles zeigen, was wir finden und machen können. Okay, 3D-Brillen, an die erinnere ich mich noch. Da war der 3D-Effekt aber sehr bescheiden. Ich glaube, ich hätte die anderen Items, glaube ich, auch noch mitnehmen können, die da unten drin waren. Ist ja jetzt nicht so schlimm, denn wir müssen das, was wir hier gerade tun, eh noch laden. Und da muss ich eh wieder alles sammeln. Von dem, was wir eventuell brauchen. Ich nehme jetzt mal nur die Hauptsachen mit, die Hauptitems, die wir jetzt definitiv brauchen, um weiterzukommen. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wofür ich die 3D-Brille brauche. Aber ja, vielleicht finden wir das noch heraus. Das machen wir dann aber in einem späteren Part. Heute zeige ich euch die großen Geheimnisse, um diese 1.1-Version überhaupt zu bestehen, zu überstehen. So, hier ist nach wie vor zu. Und hier ist wieder so ein Protest. Mysterious. Die Schuhe, die kann ich nicht mitnehmen. Hier wird sich nichts geändert haben, nehme ich mal an. Ist ja auch nichts Neues. So, dann sind wir hier unten fertig. Und machen nochmal einen kleinen Blick nach oben. Moment. Mal was nachschauen. Ne, okay. Gut, dann nach oben mit uns. Denn auch hier wird es ein bisschen was Neues geben. Ja, das Telefon können wir jetzt auch benutzen. Werden wir auch noch. Die beiden gucken immer noch doof darum. Tasse darf ich nicht mitnehmen. So, und auch den Videorekorder darf ich benutzen. Na, Lust auf einen Klassiker? Warum nicht? Zum ersten Mal werden wir mit einem Item interagieren. Schauen wir mal. Da ist aber nicht viel zu erkennen. Leider nur ein Standbild. Mit einer Zeitangabe. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern die wichtig ist. Hier haben wir noch einen Film. Kenne ich nicht. Reckless Reggie. Kennt ihn jemand? Gucken wir uns auch einen verzerrten Screenshot davon an. Wer weiß, vielleicht geht ja auch irgendeine Kassette. Schauen wir mal. Ja, wie zu erwarten war, auch hier nicht viel zu erkennen. Sieht aus wie das Meer, so ein halber Sonnenuntergang. Oder ein Strand. Ich bin mir nicht sicher. Könnte auch was ganz anderes gewesen sein. So, ansonsten sehe ich hier gerade nichts Neues. Hier sind die Masken, zu denen kommen wir gleich. Denn da wird unser erstes Rätsel kommen bei den Masken. So, hier drinnen. Sieht auch alles altbekannt aus. Dieses Podest, da liegt ein Film drauf. Summer Camp. Das Cover kennen wir nur zu gut. Und hier, das haben wir alles das letzte Mal schon uns angeschaut. Die Bilder auch. Da ist nichts Neues. Die ganzen schönen Waffen etc. können wir nicht mitnehmen. Da bin ich mir ganz sicher, das schauen wir uns nicht nochmal an. Schön wär's. Aber es ist ja alles friedlich. Wir brauchen ja gar keine Waffen, nicht wahr?
Gut, der Vollständigkeit halber werde ich jetzt auch das Video nochmal probieren, was wir gerade gefunden haben. Das hatte überhaupt nichts mit dem Rätsel oder so zu tun. Ich mache es einfach, weil ich es kann. Und weil ich es zeigen möchte. Du. Mhm. Ist das links Jason? Möglich. Nicht ganz sicher, was das sonst noch darstellen könnte. Aber gut. Ein Zimmer haben wir noch. Und das ist auch wichtig, dass wir da noch hingehen. Ein weiteres Podest. Und sonst hätten wir da noch den Schrank. Was für ein böser Jumpscare. Naja, relativ harmlos. Eine Spielzeugspinne, Mensch. Was macht die denn hier? Lassen wir es mal da drin. Ansonsten schnappe ich mir noch dieses Jojo. Warum auch nicht? Der Rest dürfte uninteressant sein. Okay, toll, Spinne. Gut, eine Sache können wir jetzt auch noch. Auch erst seit Patch 1.1 können wir uns ja ducken. Hatten wir vorhin schon beim Kamin gebraucht. Und auch hier ist es absolut notwendig, um an diese Maske zu kommen. Das ist die letzte Jason-Maske, die wir brauchen. Jetzt haben wir alle beisammen, um das erste Rätsel zu machen. Für dieses erste Rätsel, das genau hier stattfindet, benötigen wir alle Masken, die ich jetzt nochmal kurz entferne. Und dann werde ich nochmal einen ganz kurzen Cut machen, um mich zu vergewissern, dass ich noch die richtige Reihenfolge zusammenbekomme. So, einen Moment. Jo, da sind wir wieder und wir fangen auch sofort an mit der ersten Maske. Wir machen das Ganze jetzt von links nach rechts. Die Reihenfolge ist absolut wichtig, dass ihr sie genauso... Also gut, ihr könnt sie einsetzen, wie ihr wollt, aber von links bis rechts müssen die dann halt an der richtigen Position sein. Ihr müsst jetzt nicht links anfangen, das meinte ich damit. Da unten übrigens hier nochmal eventuelle Hinweise, wie man diese Masken anordnen muss oder es ist chronologisch... Ich weiß es nicht. Das ist für die Leute, die das selbst rausfinden wollen oder einfach sich mehr mit der Serie auseinandergesetzt haben, ist das natürlich dann ein sehr schickes Rätsel. Für mich wäre es nahezu unmöglich. Muss ich sagen. Und deswegen lasse ich mir da natürlich gerne helfen und nun helfe ich euch eventuell, indem wir das richtig anordnen. So. Halten wir die. Dann müssen wir die da nehmen. Und dann kommst du. Und die letzte wäre dann das hier. So, wir haben jetzt alle in der richtigen Position drin. So muss das aussehen. Aber, damit jetzt noch was passiert, müssen wir eine Kleinigkeit machen. Nämlich die blaue Maske noch einmal mitnehmen. Was war das für ein Geräusch? Oh mein Gott, die Schublade ging auf. Das ist aber eine laute Schublade. Und wir bekommen einen, ja, Art Sticker oder was das auch immer sein soll. Secret Patch. Auch hier nochmal allgemeine Hintergrundinfos. Aber dieses Teil, was wir da gefunden haben, ist ganz essentiell hier für ja, das Bestehen dieser Version. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten großen Rätsel, Freunde. Dazu nur mal kurz mal schauen. Ja, fangen wir hier an, würde ich sagen. Ich denke, das... Ja, okay. Wir legen mal hier den Sheriff-Stern drauf.
Auch hier kann ich euch leider nicht sagen, warum, weshalb. Aber ich bin mir sicher, dass es irgendwelche F13-Fans gibt, die das wissen und mir das gerne mitteilen können. Ich zeige euch nur, wie es funktioniert. Die Hintergründe müssen wir dann vielleicht im Kommentarbereich selbst nachlesen. Ob es mit den Bildern zu tun hat, ich weiß ja nicht, wenn wir hier eine grüne Birne haben und das rote Tuch drauflegen müssen. glaube ich, hat sie eher weniger. Wer weiß. Ich habe mich jetzt auch gedanklich damit noch nicht so befasst. So, dann hätten wir... Nee, doch, da war eins. Genau, das war das. Da kommt... das Jojo drauf, oder? Nee. Die Mütze. Ja, ich musste ein bisschen spicken. So, und jetzt haben wir nur noch das Jojo. Das wir gerade eben noch gefunden haben. Das darf sich jetzt hier drauf gesellen. Noch ein Secret Patch. Nun gut. Nehmen wir dann an uns und gehen gleich weiter zum nächsten Rätsel. Das nächste Rätsel, auch da kann ich euch leider nicht sagen, wie man drauf kommt. Machen wir aber erstmal das Offensichtliche. Das Telefon. Hier haben wir gleich eine Telefonnummer. Und die können wir einfach mal ausprobieren. Vom Police Department. Das hat jetzt nichts mit dem Rätsel zu tun. Aber wir haben die Nummer. Also probieren wir die Nummern. Es gibt noch weitere Telefonnummern in dem Spiel, die wir spaßeshalber anrufen können. Machen wir dann vielleicht im letzten Part. Es kann sein, dass es noch einen vierten Part geben wird. Kommt drauf an, wie schnell wir jetzt hier mit den Sachen durchkommen. Und ich möchte euch ja alles zeigen und nicht hetzen und so. Vielleicht, da steht zwar noch 1 bis 3, 1 von 3. Also, okay. Crystal Lake Police Department. Hello? Hello? Tja. Leider antworten wir nicht. Ja, also ich weiß noch nicht, vielleicht wird es 4 Parts geben. So, folgende Nummer geben wir jetzt ein. 1, 3 mal die 5. So, dann geht es weiter mit der 3, 4, 2, 9, die 2, 7. Who is this? Where is my boy? Das war eindeutig Pamela. Anscheinend haben wir sie angerufen. Möglich, dass man die Nummer mal gesehen oder gehört hat oder gelesen hier. Auf jeden Fall haben wir den nächsten Secret Patch und ich mache mal einen ganz kurzen Cut. So Leute, auch hier musste ich jetzt nochmal nachgucken, denn ein Rätsel steht jetzt noch offen, welches wir tun müssen. Und auch das hat natürlich absolute Bezüge aus gewissen Filmen. Szenarien. Wir werden nämlich jetzt gewisse Filme, Figuren nachstellen, wie es wohl damals auch im Film der Fall war. Auch da wäre ich hoffnungslos überfordert. Die ganzen Figuren, die wir gesammelt haben, diesen Jason stellen wir hier in die Mitte. Der verfolgt gerade... Chris? Der sich zu wehren weiß. Eventuell. Und dann hätten wir auf der linken Seite noch den Adi. Der ist leider schon tot. Ja. So viel dazu. Und hier
wie gesagt, das mit den Nummern machen wir dann später. Nochmal, also die etwas unwichtigeren Nummern. So, hier muss ich auch nochmal gucken. Fangen wir hier an. Jetzt wird es nicht mehr so schwer. So viele Figuren haben wir jetzt nicht mehr. Kommst du rein? In der Mitte. Hat wieder Jason seinen Platz. Und zu guter Letzt Steven. Und schon wieder ein weiterer Secret Patch. Das ist der letzte. Erst einmal. Jetzt haben wir schon 4 von diesen Dingern. Nun wird es Zeit, diese Dinger einzusetzen. Man kann sich vielleicht schon vorstellen, wo die hingehören. Man hat es schon gesehen, wo die reinpassen könnten. Aber bisher konnte man damit nichts tun. Hier, an dieser Stelle. Das geht jetzt alles ganz schnell. Das müssen wir auch nicht selbst anordnen. Wäre auch ein bisschen zu einfach. Da, wo es reinpasst, kommt es rein. Keep door closed. Das scheint wohl der Keller zu sein. Oh, hört ihr das? Das Telefon? Nein, es ist nicht das Telefon da draußen, also da oben. Hier unten scheint noch eins zu sein. Und was ist denn das hier bitte für eine creepy Ausstellung? Jason. Sämtliche Parts können wir hier bewundern. Sorry für das Telefon, das müsst ihr jetzt noch ein Weilchen ertragen. Congratulations on completing the virtual cabin. In the future we might update this space to reveal what's behind those two curtains. But for now, we just want to say thank you for playing and invite you to stay as long as you would like. Ja, lasst euch von dem Kommentar nicht verwirren. Ich kann euch vergewissern, dass wir erst ungefähr bei der Hälfte der Virtual Cabin sind. Von einem Abschluss kann noch lange nicht die Rede sein, denn richtig spannend wird es nämlich erst ab jetzt. Spannend bzw. wichtig ist auch diese Zeitung. Diesmal leider ohne ein richtiges Rätsel. Das kann man jetzt nicht entziffern. Was man aber ein bisschen entziffern kann, ist das Datum der Zeitung. Ein bisschen Blut verschmiert. Das dürfte der 13. Juni sein. Ich meine auch noch die 7 bei 1900 so und so zu erkennen. Das behalten wir mal ein bisschen im Hinterkopf. Also das ist dann auch wirklich etwas, wo man noch drauf kommen kann. Hallo Jason aus Friday Part 3. Schaut mal, der hat unterschiedliche Augenfarben. So, die gehen wir jetzt auch alle nach und nach durch. Wie gesagt, das mache ich jetzt immer wieder für euch, falls ihr euch das in Ruhe durchlesen wollt. Schöne Hintergrundinfos. Ich habe es mir beim ersten Mal ja auch für mich durchgelesen. So, ja gut, vielleicht nicht alles, aber das, was mich halt interessierte. Und das ist doch schon ein bisschen interessanter wie, was weiß ich. Savini Jason. Mensch, da kommen die Flammen noch aus ihm heraus. Allzeit bereit, der Gute. Oh mein Gott. Immer noch sehr, sehr furchteinflößend, der Kerl. Aus der Hölle entsprungen. So, ein bisschen noch hier an der Seite gucken, ob wir noch irgendwas anderes außer Jasons finden. Aber nein, das ist die reinste Jason-Galerie hier. Und wir gucken uns jetzt natürlich noch die andere Seite an. Hier zum Beispiel. Kartoffelsack Jason. Aus Part 2. Sehr schön. Dann hätten wir hier aus The Final Chapter einer meiner Lieblings-Jason. Hier haben wir The New Blood aus Part 7. Und dann hätten wir da noch Jason Goes to Hell The Final Friday. Ja, das sieht wirklich nicht mehr gesund aus. So, das hier ist abgedeckt. Was könnte da drunter sein? Ich weiß es nicht. Aber es ist nur Zeit. Da hinten ist auch nichts. Wir gehen jetzt an das Telefon. Es wird Zeit. You can bring him back, you know. There's always a way. Wow.
Mami! Ja, wir haben es abgeschlossen. Virtual Cabin completed. Aber dieser Hinweis von Mami, wir könnten ihn zurückholen. Es gibt immer einen Weg. Und genau diesen Weg werden wir jetzt einschlagen, denn es ist noch nicht vorbei. Es geht jetzt erst richtig los. Und jetzt kommt auch langsam das Horror-Element dazu. Naja, Horror-Adventure-Element, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall wird es spannender. Und, ja, viel mehr will ich gar nicht verraten. Wir laden jetzt noch einmal. Und schaut mal, es hat sich jetzt schon hochgepatcht auf Patch 1.3, New Game Plus Add-on. So, an sich hätte sich jetzt hier noch nichts verändert im Haus. Also da brauchen wir jetzt überhaupt keinen Rundgang mehr zu machen. Nein, wir gehen sofort zum Computer und diesmal werden wir das Datum ändern. Erinnert ihr euch an die Zeitung? Darauf könnte man auch selbst kommen. Das ist nicht so schwer. Deswegen nehmen wir Freitag, den 13. Juni 1979. Wir könnten ihn zurückholen, vielleicht zu der Zeit, als er lebte. Und schon hören wir wieder das Telefon. Ein Hinweis, dass wir vielleicht runtergehen sollten. Machen wir das doch mal. Hat sich hier was verändert ansonsten? Ich glaube nicht. Noch ist alles okay. Auf zum Telefon. You should have been watching him. Wir sollten ihm zusehen. Und willkommen im nächsten Patch. Jason ist zurück. Oh mein Gott. Jetzt befinden wir uns quasi wirklich in der Vergangenheit. Oh mein Gott, er ist da. Er ist hier. Er ging gerade hoch. Seine Axt, leider kann ich sie nicht nehmen. Oh mein Gott. Die Musik allein, die Dunkelheit. Lässt nichts Gutes hier vermuten. Jason sind immer noch an Ort und Stelle. Aber einer ist weg. Ein Jason ist weg. Spricht er jetzt was Neues? Congratulations on completing the virtual cabin. In the future we might update the space to reveal what's behind those two curtains. Nun gut, das Gas. Es ist jetzt auch nicht weiter. Es geht nach oben. Jason wütet hier rum. Oh mein Gott. Deborah. Was ist passiert? Oh nein. Tote Deborah. Nochmal mit neuen Informationen. Oh mein Gott. Das kann ja jetzt lustig werden, Freunde. Das nächste Mal geht es genau an dieser Stelle weiter, wenn es wieder heißt, Freitag der 13. The Virtual Cabin.